Warum ist Datenjournalismus wichtig? Durch den technologischen Wandel sind jetzt viele verschiedene Datensätze offen und es gibt Big Data, das sind alles große Schlagworte, Daten, die verfügbar sind. Und wir als Journalisten müssen Schritt halten mit anderen Playern im Bereich der Informationen, um die Chancen und Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, zu nutzen und unsere Wächterfunktion ein bisschen besser wahrzunehmen, als wir das gemacht haben in den Jahren zuvor. Ja, ich glaube, dass Zusammenarbeit zwischen IT und der Redaktion in der Zukunft wirklich maßgebend ist und dass wir aus der Informatik sehr eng münd mit dem Datenjournalismus und der datenaufbereitenden Stelle bei uns zusammenarbeiten, damit wir eben auch einen Mehrgewinn können erwirtschaften für unsere Leser. Ja, ich denke, es ist einfach eine sinnvolle Form der Darstellung, vor allem wenn es um große Datenmengen geht. Ja. Und in dem Fall vielleicht sogar die einzige richtige, weil es für den User einfach spannender ist, sich über interaktive Grafik zu informieren, als sich durch Tabellen zu wühlen. Ja. Und es ist natürlich eine Chance gerade für Online-Medien, weil es ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. Also diese Leistung können nur sie erbringen und nicht Print und auch nicht das Fernsehen oder das Radio. Weil Datenjournalismus ganz neue Möglichkeiten eröffnet, an Geschichten heranzugehen. Früher hat man immer gesagt, das ist die Geschichte, wo gibt es Daten dazu. Heute sagt man, da sind Daten, wieder kann man daraus eine Geschichte machen. Und das bietet wirklich neue Zugänge, frische Zugänge, die es bis jetzt nicht gegeben hat. Es ist wichtig, weil es eine journalistische Form ist, weil es die Möglichkeiten, die wir haben, Geschichten zu erzählen, erweitert und jede Möglichkeit, Geschichten noch besser, noch genauer zu erzählen, ist etwas, was den Journalismus weiterbringt. Darum ist es wichtig. Wie verändert sich denn der redaktionelle Alltag durch datenjournalistische Methoden? Er verändert sich insofern, als das, was Journalisten oft nicht so gerne haben, technische Hilfsmittel wie Datenbanken, wie Spreadsheets und so weiter, finden Einzug in den Alltag. Man muss lernen, damit umzugehen, daraus Geschichten zu erkennen, bauen zu können und da sind Spezialisten gefragt, beziehungsweise halt Leute, die bereits als Journalisten tätig sind, sollten sich diese zusätzlichen Fähigkeiten aneignen. Der Redakteur muss mehr wie bisher muss er bereit sein, auch sich durch Zahlen zu wühlen oder Excel-Tabellen. Und es wird sicher auch so sein, dass man mehr im Team arbeitet, ja? Also weil es braucht neben dem Redakteur auch einen Programmierer und einen Grafiker noch. Es wird Projektarbeit geben, es wird festgelegte, vordefinierte Abläufe geben, wo man Daten erhebt und Daten analysiert und die aufbereitet. Journalisten waren früher immer ein bisschen stolz, dass sie schlecht in Mathematik waren und Angst vor Zahlen hatten und das muss sich jetzt ändern. Ja? Man muss irgendwie Prozent rechnen können, man muss irgendwie mit Tools umgehen können, Daten bereinigen können, mit Excel rechnen können. Das kommt immer mehr und es ist Teamwork. Ja? Man braucht irgendwie einen Programmierer dazu, man braucht einen Designer dazu und so die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, den gibt es nicht als Journalisten, also es ist immer Arbeit im Team. Er verändert sich dahingehend, dass bis jetzt im Online-Journalismus das ja so war, dass man in der Früh in die Redaktion gekommen ist und die Geschichte 2 Stunden später draußen sein hat müssen und datenjournalistische Projekte, größere Projekte haben in der Regel längere Vorlaufzeit. Man muss länger planen, man muss besser planen, man muss sich besser vorbereiten auf das, was kommt. Das heißt, die Infrastruktur, die Hierarchie im Newsroom, wie Prozesse von sich gehen, müssen ein bisschen verändert und adaptiert werden. Das ist das Wesentliche, wo man sich darauf einstellen muss, glaube ich.